Leute fragen, ob ich jetzt nur noch über Cubase rap. Doch in meinem Kopf höre ich nur die Lasers Multitap. Das sollte eigentlich mein Echo sein, doch lieber baue ich neue Sounds in Patchup 2, okay? Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Ja, Cubase 10.5 ist draußen und wir wollen uns heute im Video mal anschauen, was sind die Highlights unter den neuen Funktionen. Ja, auf eines der großen Highlights habt ihr bereits im Intro einen Blick werfen können, nämlich Patchup 2. Steinberg hat auf dem Patchup Pro aufgebaut und viele neue Funktionen hinzugefügt und dabei ist Patchup 2 entstanden. Unter anderem gibt es darin jetzt den neuen Spectral Oscillator, der ausschließlich im Frequenzbereich arbeitet und durch seine High-End Pitch-Shifting- und Time-Stretch-Algorithmen ermöglicht, dass wir sogar das Frequenzspektrum an einer Stelle im Sample anhalten können und daraus Sounds generieren. Außerdem lässt sich jetzt jedes beliebige Audio-Sample aus Cubase direkt per Drag-and-Drop in Patchup 2 reinziehen und dort weiterverwenden, um Sounds damit zu kreieren. Und außerdem wurden in Patchup 2 ein echt leistungsstarker Arpeggiator, ein Equalizer und ein algorithmischer Hall und viele andere neue Funktionen integriert. Steinberg hat mir ermöglicht, ein Demo-Projekt für die neue Version von Cubase zu erstellen und in diesem Demo-Projekt habe ich ganz viel Fokus auf den neuen Patchup 2 gelegt und habe dafür im Wald verschiedene Samples gesammelt und aus denen dann neue Sounds für Patchup kreiert. Ja, und da ich in diesem Zuge wirklich viel Zeit mit dem neuen Patchup verbracht habe, dachte ich mir, ich drehe noch einen Videokurs zum Kreieren von Sounds und Presets mit dem neuen Patchup. Dieser Videokurs ist ab Mitte nächster Woche unter diesem Link verfügbar und ihr bekommt damit einen schnellen und praktischen Einstieg in das Gestalten eigener Sounds mit Patchup 2. In dieser Lektion wollen wir uns anschauen, wie wir aus diesem Sample folgenden Sound in Patchup machen. Außerdem findet ihr auf der Seite noch jede Menge Presets zum Gratis-Download, die ich für Patchup gestaltet habe und mehr von den Presets gibt es dann eben mit dem Kurs. Zur Feier des Tages möchte ich gern 5 Zugänge an euch verlosen und zwar bis zum Freitag, dem 22.11. Hier unter diesem Link kann jeder teilnehmen ab 13 Jahren und ich wünsche euch viel Glück dabei. Jetzt aber zurück zu Cubase. Aus meiner Sicht ist eines der wichtigsten Kriterien für eine DAW, wie schnell ich meine musikalischen Ideen damit umsetzen kann. Also der Workflow schon in der Mikroperspektive, bei so einfachen Dingen wie Auswählen oder Schneiden. Das neue Cubase enthält die Funktion Combine Selection Tools. Das bedeutet, dass ich damit die Werkzeuge Objektauswahl und Auswahlbereich miteinander kombinieren kann. Wenn ich mit der Maus über ein Event fahre, habe ich im unteren Bereich dann die Objektauswahl und im oberen Bereich den Auswahlbereich. Das macht in Cubase also insgesamt den Workflow um einiges schneller und ermöglicht mir viele Dinge zu tun, ohne dabei das Werkzeug wechseln zu müssen. Im neuen Cubase gibt es so viele kleine Verbesserungen und neue Funktionen, dass ich alle in dieses Video gar nicht reinpacken kann, aber ein paar möchte ich hier trotzdem davon nennen. Im neuen Cubase lassen sich jetzt auch Videos exportieren. Das ist eine tolle Funktion, wenn man beispielsweise Musik direkt für Videos komponiert hat. Außerdem gibt es jede Menge neue Funktionen im Notationsbereich. Für mich besonders cool ist dort zum Beispiel die Funktion, dass ich jetzt auch die Tonhöhe von Noten mit dem Mausrad anpassen kann. Und in den Programmeinstellungen findet sich jetzt auch die Möglichkeit, Spuren und Kanäle im Mixer einfärben zu lassen, sodass es insgesamt bunter und übersichtlicher wird. Apropos Mixing, ein neues Feature findet sich auch im Kanal-Equalizer in Cubase. Und zwar gibt es dort jetzt die Möglichkeit, das Frequenzspektrum von einem anderen Kanal gleichzeitig mit einblenden zu lassen. Dadurch wird es viel leichter, Frequenzmaskierung zu erkennen und zielgerichtet zu bedämpfen. Direkt mit einem Klick kann man zum Equalizer des Vergleichskanals wechseln und dort direkt auch Anpassungen treffen. Und das ist ein wertvolles Feature, um den Workflow im Mixing echt zu beschleunigen. Ein weiteres Feature ist im neuen Cubase ein bisschen versteckt, aber aus meiner Sicht super nützlich, nämlich der sogenannte sichere Modus. Cubase lässt sich im sicheren Modus starten, indem man während des Startvorgangs die Tastenkombination Shift, Alt und Steuerung gedrückt hält.
Dadurch öffnet sich ein Fenster und ich kann darin auswählen, wie genau ich diesen sicheren Modus denn betreiben will. Für den Fall, dass Plugins von Drittanbietern Fehler enthalten, die zu Problemen beim Laden führen, gibt der sichere Modus uns die Möglichkeit, Cubase ausschließlich mit den eigenen Stock-Plugins zu laden. Und das funktioniert dann in jedem Fall. Und noch ein neues Feature aus dem Bereich Workflow. Und zwar wurde die Funktion Spuren aus Projekt importieren im neuen Cubase maßgeblich erweitert. Jetzt lässt sich fast jede Art von Spuren aus bestehenden Projekten importieren. Besonders für Effekt- und für Gruppenkanäle war das eine Funktion, die ich oft vermisst habe. Dadurch wird es in Zukunft auch viel leichter, den Mix aus bestehenden Projekten mit zu kopieren. Im neuen Importfenster lässt sich pro Spur auswählen, auf welche Spur importiert werden soll und ob der Import am Positionszeiger bzw. orientiert an der Startzeit oder dem Raster des Projekts erfolgen soll. Und es gibt außerdem einen neuen kreativen Audioeffekt in Cubase, nämlich einen Delay-Effekt, Multitap genannt. Für mich war es ein echter Mindblow, wie viele Funktionen und Kombinationsmöglichkeiten dieses Plugin enthält. Es ist ein Delay, in dem sich jeder Delay-Schritt einzeln positionieren lässt im Timing. Multitap enthält 14 verschiedene Effektmodule, die sich an verschiedenen Positionen in der Signalkette einsetzen lassen und einzeln auf die Delay-Schritte zuweisen lassen. Ja, so klingt Multitap. Außerdem kommt damit eine sehr aufwendig gestaltete Preset-Library mit denen sich ganz kreative Mixing-Effekte umsetzen lassen. Okay, das sind aus meiner Sicht die wichtigsten neuen Features in Cubase. War eine ganz schöne Liste dieses Mal. Was sind denn die absoluten Highlights aus meiner Sicht? Ganz oben steht für mich persönlich PadShop 2. Das ist eine großartige Möglichkeit, um aus jeder Art von Samples tolle und spannende Sounds zu kreieren. Und für mich persönlich sind die Features besonders wertvoll, die mir den Workflow beim Mixing erleichtern. Dazu zähle ich also das Importieren von Spuren aus anderen Projekten, als auch der EQ Comparison Mode, also dass ich die verschiedenen Frequenzspektren mir anzeigen lassen kann und nur mit einem Klick direkt in die anderen wechseln kann. Und der neue Audioeffekt Multitap ist für mich persönlich ein riesengroßes Highlight. Ich glaube, das ist echt was für Bastler, diese vielen verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten aus den Effektmodulen auszuprobieren und dabei echt neue und spannende Sounds zu erzeugen. Ja, den Preis für das Update, Upgrade oder für die Vollversion findet ihr hier oben unter diesem Link auf der Steinberg-Website. Ich persönlich finde, da sind so viele verschiedene Verbesserungen und neue Funktionen drin, dass es für jeden Produktionsbereich eine Bereicherung darstellt. Ja, das war mein Überblick über die neuen Funktionen in Cubase. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß mit Cubase 10.5. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Leute fragen, ob ich jetzt nur noch über Cubase rap. Doch in meinem Kopf höre ich nur die Lasers Multitap. Das sollte eigentlich mein Echo sein. Doch lieber baue ich neue Sounds in PadShop 2, okay?